Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei einem neuen Angezockt Endzone 2 Early Access Demo. Ich glaube, noch bis zum 10. könnt ihr das spielen. Findet ihr unter Steam. Link in der Videobeschreibung, wenn sie da schon weg ist. Ja, sorry, da kann ich es nicht ändern. Ich bringe heute die Folge raus, habe jetzt erst die E-Mail gelesen und ja, lass uns mal schauen. Wir hat so schön auf Steam geklungen. Ich will mal ganz kurz gucken. Da stand Inside Colony Simulation. Das war schon ganz gut, glaube ich, beschrieben. Ne? Von daher, lass uns direkt reinstarten. Ich weiß nicht, wie lange wir spielen können. Karte sieht Einführung. Genau, wir machen alles mit. Und was wir auch gleich machen, ist auf jeden Fall hier. Mein Kopf erstmal leise. Das sieht schon mal cool aus. Tipps-Option lassen Sie viele Dinge Tastaturbelegung konfigurieren. Okay. Und gleich mal rein. Also grafisch sieht es cool aus. Er lebt noch. Von daher. Die Spannung steigt, er lebt lange, ne? Also auch eine coole Grafik. Wenn man sich so ein bisschen umguckt hier, ne? Der Kran, der da einfach mal sich reinpresst in den Container. Da freut der Container sich schon, ne? Von daher sehr gespannt, wie das hier funktioniert und ja, wie es bei euch ankommt und ja, ob es überhaupt was für den Kanal ist. Also so ein bisschen Survival haben wir ja schon gemacht. Wir haben auch so ein bisschen Koloniebau. Das ist eine nette Alternative. Es freut mich, dich Gut kennenzulernen. Deutsch. Ich werde dir über die Schulter schauen, während du unseren Siedlern dabei hilfst, sich eine neue Heimat zu errichten. Ich bin übrigens Ella. Hallo Ella. Schön, dass du dabei bist. Das fühlt man sich nicht ganz so heim. Ja, Hier ganz draußen allein. im Ödland wirst du Ruinen und andere interessante Orte finden. Wichtiger ist jedoch, dass wir einen geeigneten Ort finden, an dem wir eine Siedlung gründen können. Global. In den Bereichen werden Aufträge und Warnungen für die gesamte Spielkarte angezeigt. Diese Informationen sind immer verfügbar, egal was du mit der Kamera derzeit betrachtest. Okay, verstanden. Wähle ein oder mehrere Fahrzeuge aus, um den Rechtsklick zu bewegen. Okay, verstanden. Neue Anweisung? So ein bisschen Counter-Strike, ne? Ne, jetzt, Command & Conquer, so. Hier draußen im Ödland. Okay, das, Gerade sind alle unsere Siedler im Pathfinder und du kannst mit ihnen die Umgebung erkunden. Aber die Zeit ist knapp. Wenn das Wasser im Pathfinder aufgebraucht ist, werden alle darin verdursten. Okay. Verstanden. Mal gucken, wo muss er hin? Wo Wasser ist, ne? Am besten. Verstanden. Haben wir irgendwo einen See oder so? Bin unterwegs. Oder einen Fluss oder so? Da ist Wasser. Na, lass doch hier Verstanden. hingehen. Okay. So, was mache ich jetzt? Fahrzeugmenü. Wie sieht ich jetzt an? Bewohnerbereich besiedelt. Mal gucken. Wohin soll's gehen? Können wir hier irgendwo ansiedeln? Was sollen wir machen? Eine neue Heimat. Gerade sind die Siedler, was ich jetzt sagt, was wir aufgebaut haben. Einfach Durst. Okay. Müssten wir nur noch einen Tipp haben, wo wir hin sollen, ne? Bin am Steuer. Zerlegen macht keinen Sinn. Erkunde Bereich, okay. Wohin soll's gehen? Warte mal, ah, wir sollen dahin. Bin unterwegs.
eine Straße. Ja, ist sinnvoll, dass du die da lang fährst. Bin unterwegs. Wir haben hier einen neuen Bereich gefunden, auf dem man eine Siedlung errichten könnte. Ah, okay. Verstanden. Alles klar. Wo noch? Okay. Neue Siedlung errichten dann, ne? Als erstes musst du einen Transferpunkt errichten. Dieser Transferpunkt dient als Anlaufstelle für Fahrzeuge und verbindet deine Zone mit dem umliegenden Ödland. Suche am Rand deiner neuen Zone einen Aufgang, an dem du die Anlaufstelle platzieren kannst. Was drehen? Rotation ab. Nee, das nicht. Platzieren. Rotation, Mausbild. Ah doch, jetzt. Okay, so. Dann will ich das so hinstellen, ne? Aber am Rand der Map, hat sie gesagt. So, hier. Dann irgendwie. Okay. Achso, runter hier. Muss hier hinstellen. Bestimmt cool hier so. Welcher Bodentyp? Was für ein Bodentyp brauchst du? Fruchtbarer Bodensumpf. Falscher Bodentyp. Wahrscheinlich hier will er irgendwas haben, ne? Auch falscher Bodentyp. Welchen Bodentyp brauchst du? Aufgang? Hier dazwischen? Jetzt musst du einen Ort finden, der zum Zentrum dieser Siedlung werden soll. Einmal ausgewählt, wirst du diesen nicht wieder verändern können. Achte deshalb darauf, dass du das Siedlungszentrum in der Nähe wichtiger Ressourcen wie Wasser, Bäumen und Schrottruinen platzierst. Dann machen wir es hier, ne? Aber Bäume sind hier nicht. Machen wir hier so hin. Okay. Ich Ablauf dauern eventuell etwas länger oder fordern volle Aufmerksamkeit. Du kannst Spielgeschwindigkeit, okay. Wir haben einen neuen Bereich gefunden, okay. Zu Beginn müssen wir das Überleben sichern. Wir benötigen Wasser, um nicht zu verdursten. Errichte an einem Gewässer einen Steg und teile genügend Arbeit dazu, dass unsere Versorgung sicher ist. Okay. Wir müssen erstmal hier bauen, ne? So, hier einen Steg. Ach so, muss das bestimmt sein, ne? So, dann haben wir jetzt einen Steg gebaut. Und da soll ich jetzt Arbeiter rein? Ne, das bauen die noch. Neue Anweisung? Jetzt fertig, oder? Ja. So, dann bauen die das. Der Steg produziert Wasser, solange ihm Arbeiter zugeteilt sind. Achte immer darauf, dass ausreichend Wasser vorhanden ist. Wenn es knapp wird, teile mehr Siedler zur Arbeit am Steg ein. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen was machen. Okay. Wasser allein reicht nicht zum Überleben. Wir brauchen auch zu essen. Baue eine Sammlerhütte in der Nähe von Bäumen und weise auch dieser Arbeitskräfte zu, damit sie nach Nahrung suchen. Was ist jetzt die Sammelhütte? Wir bauen das jetzt auf, ne? Ich bin ja in Einsatzgeschwindigkeit. Die Ella erklärt das schon mal ganz gut.
Solange es genügend Ressourcen in ihrem Umkreis gibt, produziert die Sammlerhütte Nahrung. Du kannst den Arbeitsbereich einer Sammlerhütte jederzeit versetzen, sollten die Ressourcen eines Gebietes einmal verbraucht sein. Ah, okay. Kann ich den neu besetzen? Schön. Okay, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Um auch in Zukunft neue Gebäude errichten zu können, benötigen wir Baumaterialien. Die Holzfällerhütte fällt Bäume und produziert so Holz. Du kannst auch ihren Arbeitsbereich verschieben, sollten ihr einmal die Bäume ausgehen. Ja. Holzfällerhütte. Brauchen wir dafür noch? Wirtschaft. Zweig. Ja. Bäume. Und jetzt sollten wir eigentlich eine andere Ecke gehen, oder? Das können wir hier unten hin machen, das ist gut. Und wir hier hin. Und dann setzen wir hier so das hin, ne? Ist es schon durch? Ne. Okay. Was ist das jetzt hier? Klasse! Deine Holzfällerhütte produziert bereits. Im Übrigen, wenn eine Produktionsstätte in der Nähe eines Lagerhauses steht, kann sie schneller produzieren. Du hast zwar keine Lagerhäuser, aber das Siedlungszentrum hat denselben Effekt. Okay, ja, dann geht's noch. Hättest du auch früher sagen können. Neben Holz ist der wichtigste Baustoff Schrott. Dafür gibt es den Schrottplatz. Dieser sammelt herumliegenden Schrott und zerlegt alte Ruinen. Ich sitze doch hier mal dazwischen, oder? Am Schrottplatz. Gucken wir mal hier hin. Jetzt mal das weg. Gut gemacht. Allerdings schlafen unsere Siedler noch immer unter freiem Himmel. Bevor wir diese Siedlung weiter vergrößern, sollten wir das ändern. Unterkünfte sorgen für Wohnraum und können die Effizienz deiner Produktion erhöhen. Unterkünfte. Zelt. Okay. Jedes Gebäude gehört zu einem von drei Siedlungszweigen. Je mehr Gebäude eines Siedlungszweiges in der Siedlung stehen, desto weiter schreitet dieser auf diesem Zweig voran. Dieser Fortschritt ermöglicht es uns, neue Gebäude dieses Zweiges zu erforschen. Zur Forschung später mehr. Dann haben wir erstmal hier. Da haben wir so Industriedings hin. Das ist noch nicht alles. Auch Produktionsgebäude, die ein Wohnhaus des gleichen Siedlungszweigs in der Nähe haben, arbeiten deutlich effektiver. Okay. Steht ein ökologisches Zelt neben einem Steg, arbeitet dieser effektiver. Schrottplatz und Holzfällerhütte profitieren hingegen von ökonomischen Zelten. Das mache ich dann so hier, ne? Oder machen wir es hier so hin? So. Das war als drittes. Gesellschaftszelt. Das gehört dann hier hin. Wie viel wir brauchen. Wir bleiben also 5. Okay, wie viel haben wir insgesamt? 15, ja, okay, dann passt das ja eigentlich, ne?
jetzt haben wir 55, ja cool. Das haben wir schon mal durch. Holz haben wir, aber Schrott noch nicht wirklich, ne? Das ist Stoff, okay. Plastik. Schrott und Holz doch hier, okay. Wie sieht's denn mit Essen aus? Bücherei. Aber nicht warm, nicht. Aber es geht hoch. Wasser ist auch hoch, okay. Zwei weniger machen. So. Dann will ich vielleicht noch eine Fischerhütte bauen. Aber nicht. Also durch Fortschritt ein beigeschaltet. Okay. Wie viel soll ich denn bauen? Kann noch eins bauen aus. Wohnraum haben, werden unsere Siedler sich vermehren und Kinder bekommen. Kinder sind die Arbeitskräfte von morgen und können arbeiten, sobald sie erwachsen sind. Ja, wollte schon sagen. Morgen sind sie einen Tag alt. Unsere Siedlung gedeiht. Jetzt wollen wir eine neue Ressource produzieren. Plastik. Errichte dafür einen Recycler. Ist der Schrottplatz in der Nähe des Recyclers? So produziert dieser schneller. Mal speichern. Oder lange Speicher, ne? Hm. Da wollte ich das noch nicht. So. So. Ist aber, genau, Recycler in der Nähe, okay. Da bräuchte ich aber die da noch dabei. Wir machen es so. Falscher Boden, weil. Also wir sind da schon über, okay. Boah, hier kommen wir noch hin. Hier wird nur noch, okay. Falscher Boden, weil, okay, da. Machen wir so. Das ist der Recycler. Vier Kinder haben wir, wow. Warum haben die in Privatsphäre schon, geht's los hier? Also optisch gefällt es mir auf jeden Fall, aber wir kommen ja hier auch ganz gut ran, ne? So, was haben wir hier? Gebäude, die Ressourcen weiterverarbeiten, arbeiten schneller, wenn sie nahe an ihrer Quelle sitzen. Der Recycler benötigt Schrott, um Plastik herzustellen. Daher profitiert er von der Nähe zum Schrottplatz. Also sehr schön erklärt. Danke, Ella. Der Werkzeugmacher benötigt nicht nur Schrott, sondern auch Holz. Am besten ist es, wenn beide Ressourcen in seiner Nähe produziert werden. Aber keine Sorge, wenn du ihn nicht perfekt platzieren kannst. Er wird natürlich trotzdem seiner Arbeit nachgehen. Naja. Holz geht auf 70, ja. Hier auch einen rein, zack. Wirtschaft verfügbar, okay.
Aquaschen, der war ja auch hier zwischen, ne? Okay. Sammeln, ne, hier. Jo. Wie haben wir denn Nahrung? 140, der Korb. Einer reicht, glaube ich, dann. Der geht runter. Änderung minus 14. Ne? Vielleicht doch einen mehr reinnehmen. Ist eins, okay, das passt. Kinder? Wie schnell werden die Kinder denn erwachsen? Okay. Gesundheit. Zuversicht, okay. Ziegelei. Da haben wir auch keine Punkte mehr. Und so. Auf jeden Fall sehr interessant aus. Da würde ich das erstmal bei dem angezockt lassen. Ihr könnt ja ein Feedback schreiben. Ihr könnt, wie gesagt, heute noch bis zum 10., also heute und morgen, noch hier ins Spiel gucken. Und ja, es sieht auf jeden Fall interessant aus. Es läuft stabil. Schaltet die Unschärfe ab. Und ja, so als kurzes Feedback. Und dann haben wir ein neues Spiel, was sich mit Survival und Kolonien beschäftigt. Bis dahin. Tschüss.